Hallo Leute und willkommen zurück bei Forza Horizon 4 auf dem PC natürlich. Und wir sind wieder hier mit dem BMW M3 GTE E46 Street. Also nicht die Rennversion, sondern die Straßenversion halt, wie schon gesagt. Und wir werden ihn heute noch ein bisschen tunen. Er ist ja noch relativ basic vom Aussehen her, also das ist jetzt keine wirklich besondere Farbe. Ich will mal schauen, was denn hier so drauf passt. Also sowas, ich weiß ja nicht. Sowas, ja, es wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Das ja nicht. Kommt darauf an. Ja, wollen wir wirklich so ein Schleimgrün? Das sieht auch irgendwie komisch aus. Sowas, das würde eigentlich gehen. Da muss ich noch das Dach so machen, dann würde das eigentlich gehen. Könnte natürlich auch so blau machen, sieht auch nicht schlecht aus. Lila nicht, pink auch nicht, das auch nicht. Oh, sieht überraschend gut aus. Was sieht hier anders aus als hier ist dann auf der Straße? Was sieht leider. Es würde eigentlich gehen. Würde ich mal behaupten. Aber wieder rot, wie ich die Mercedes gemacht habe, ich weiß hier nicht. Ich würde schon fast das hier irgendwie nehmen. Besser vielleicht. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was ich hier nehmen will. Es hat halt was diese Farbe. Ja, ich nehme es einfach erstmal. So. Was ist hier denn noch nicht so richtig? Das Dach, genau. Da habe ich auch schon eine Idee, wie ich das machen kann. Hoffen wir mal, es klappt. Okay. Oh ne, da will ich nichts. Also kann ich hier gar nichts aufs Dach drauf machen oder wie? Ich habe das Gefühl. Dass ich das gar nicht kann. Okay, da wir es eben auf der Motor habe, muss ich das Dach so lassen? Ist jetzt ein bisschen schade, aber ja, muss ich. Schade irgendwie. Jetzt gern so verändert, aber gut. Schauen wir mal bei Optik-Tuning rein. Beziehungsweise bei Spoilern, weil das ist das einzig Interessante dort. Nicht. Für irgendwas in der ganzen Ordnung würde ich mal behaupten. Nimmt ein bisschen von der Geschwindigkeit weg, aber dafür besseres Handling, bessere Beschleunigung und so weiter.
Bremsen sind schon auf 9. Beschleunigung wird wirklich nur sehr, sehr leicht verbessert, aber es wäre halt schon so. Es wäre nicht schlecht, glaube ich. Aber das halt auch sehr, sehr gut aussieht. Ich weiß ja nicht, dieser Spoiler ist nämlich jetzt nicht so krass. Und kann man den auch so machen, aber. Nee. Da finde ich dann doch den normalen GTA-Spoiler besser. Ich weiß nicht. So. Wir können es ja erst mal ausprobieren. Wenn es mir dann nicht gefällt, dann können wir es. Beziehungsweise dann kann ich es ja mal auch wegmachen. Na, ich will ihn jetzt mal testen. Okay. Und das sieht halt irgendwie komisch aus, so. Wir machen einfach mal hier ein Rennen mit jemandem. Ich weiß wirklich schon mit wem. So ein Kopf-an-Kopf-Rennen eben. Es ist jetzt übrigens hier Frühling. In 3 Monaten ist dann hier Sommer. Gefällt mir sehr, sehr gut. Sieht halt schon wirklich geil aus, das Spiel. Also, so verdammt realistisch. Jetzt würde ich da gerade echt so ein M3 GTA langfahren. Oder irgendein M3 mit einem GTA Bodykit. Und Spoiler natürlich. Der Typ ist leicht. Wo ist denn der Ferrari-Typ hin? Habe ich den jetzt verloren? Oh, Scheiße. Oh, sieht noch gut aus. Okay, ich glaube, der könnte vielleicht Mittel sein. Was hat denn der? TTS? Nee. Der davor vielleicht. Der könnte. Aber der da vorne. Der vielleicht. Auch Mittel. Das nervt mich ein bisschen. Ich meine auch leicht. Ich fahre einfach mal gegen den. Okay, schön auf die Straße konzentrieren. Oh ja, das merkt man aber. Die Beschleunigung hat das Gefühl, ist echt besser. Also der Spoiler hält schon so, was er eigentlich verspricht. Okay, ja, ist so nice. Aber der Typ war auch leicht. Und sein Schwierigkeitsgrad war leicht. Der könnte vielleicht mehr haben. Und ich bin in der Blitzerzone. Hier kann ich auch mal gut mein Handling checken. Oh ja. Ja. Nice. In Kurven ist auch sehr gut. Okay, nur eine kleine Delle. Hier können wir mal noch ein Straßenrennen fahren. Das sind ja auch die schwersten. Meiner Meinung nach. Fahren wir mal mit unserem GTR. Was so besonders auch an dem Wagen ist, es wurden nur 10 Stück weltweit hergestellt. BMW musste die halt produzieren, damit die weiter mit ihrem BMW M3 GTR der Rennversion da beim ALMS teilnehmen dürfen.
Weil keins derer von den Serienfahrzeuge wirklich was mit dem M3 GTA Ways, also der Rennversion, zu tun hat. Deshalb haben sie den M3 GTA Street gemacht. Haben davon 10 Stück halt rausgehauen, damit sie dann halt wirklich eine Serie haben, die auch eine Ähnlichkeit mit der Rennversion hat. Und so dürfen sie dann natürlich auch weiter mit teilnehmen. Aber wie gesagt, nur 10 Stück. Und die wurden wohl für etwa 250.000 verkauft. Also nicht billig. Also um den zu kriegen, da müsst ihr schon Glück haben. Also im richtigen GTA zu kriegen, nicht nur irgendein M3 E46 mit einem Bodykit. Ist natürlich auch schön, aber ein GTA ist natürlich noch mal was anderes. Weil es ja viele Leute gibt, die ein M3 E46 in den Most Wanted M3 umtunen. Ist auch eigentlich eine ganz coole Idee so. Sollte ich vielleicht irgendwann auch mal machen, wenn ich mal einen M3 E46 habe. Sollte ich mir irgendwann mal einen kaufen. Es hätte irgendwie was. Es ist halt so gesehen der Rennwagen aus den ganzen Rennspielen, die Legende. Und hier haben wir sie jetzt auch in Forza Horizon 4, wo ich auch sehr, sehr froh drüber bin, den zu haben. Weil hier ist er auch relativ selten. Wenn so gut das NPC ist, da gibt es natürlich ein paar, die damit rumfahren, aber. Spieler hatten die nicht so oft. Na. Oh, zweiter Platz sogar. Ich wurde fast Erster. Nach letzter Minute bzw. in den letzten Sekunden habe ich es noch geschafft. Geil. Bin ich sehr froh drüber. Also Beschleunigung ist auf jeden Fall verbessert. Gefällt mir. Nur, ich habe einen Wheel Spin. Schauen wir mal, was ich kriege. Natürlich wäre es cool, würde ich hier mal irgendwann der M3 GTR Ways rauskommen, also die Rennversion. Ich habe einen extrem glaubwürdigen Bericht über einen verlassenen Klassiker in der Gegend gehört. Okay. Naja, von so einem alten Typ in einem Poncho. Aber versuchen kann man's ja mal, oder? Ja, aber es ist recht unwahrscheinlich, da allein schon das Rumfahren damit illegal wäre auf der öffentlichen Straße. Weil es natürlich ein Rennwagen ist, in den Straßen zu lassen. Es fahren ja auch keine Formel 1 hier rum. Auf der öffentlichen Straße. Oh, Scheiße. Okay, ich habe eine tricky Idee. Oh, Scheiße. Ja, der ist jetzt von vorne ziemlich beschädigt, die Front. Die sieht jetzt nicht mehr so schön aus, aber mein Trick hat funktioniert, Leute. War doch nice. Oh, da könnte auch noch ein schwerer dabei sein. Aber ich feiere diesen Wagen wirklich. Den Käfig werde ich auch drinnen lassen, weil es soll halt auch ein bisschen was vom
Most Wanted GTR haben. Natürlich auch so ein Käfig drin. Na, also mit 200 wäre der leicht gewesen. Dann mal los. Also langsam gefällt mir der M3 GTR so auch sehr gut mit dem Spoiler. Ah, ich glaube, ich werde verlieren, ich werde verlieren. Aber war nice. Ja, mit dieser Grafik und mit diesem Wagen macht Rennfahren sehr viel Spaß. Und es ist ja schon wirklich hier fast wie eine Real-Life-Grafik. Ist einfach richtig nice. Oh Scheiße. Ich frage mich, wenn mein Wagen so beschädigt ist, dass der Spoiler abfällt, beziehungsweise halt weg vom Fahrzeug ist, ob das Fahrzeug dann auch wieder die Vorteile, die man durch den Spoiler halt hat, bessere Beschleunigung und so, dann weggehen. Würde mich mal interessieren. Oh, ich habe jetzt eine sehr tricky Idee. Ich könnte den da ja vielleicht runterstoßen. Sehen, dann werde ich das auf jeden Fall mal versuchen, hier mal im Rennen jemanden runterzustoßen. 400 Metern rechts abbiegen. Ist so nicht gerade fair, stimmt schon, aber... Rechts abbiegen. Oh, Scheiße. Diese Abkürzung so gut war, ich weiß ja nicht. Ich will den Typen jetzt endlich mal besiegen. Ich will nicht mal von ihm besiegt werden. Okay, es ist kein Offroad-Wagen, stimmt schon. Also wieder sein Fahrzeug, noch mein Fahrzeug ist wirklich fürs Offroad gemacht. Ich weiß nicht, was der da fährt, aber mein Wagen stand ja von einem Rennwagen ab. Und zwar Straßenrennen, nicht Offroad-Rennen. Dann fahren wir doch auch hier nochmal ein Rennen. Was haben wir denn hier? Hier so eins mit Kurven und so, das wäre gut. Dann springe ich einmal rüber zum Festival, weil das ist da ganz in der Nähe. Und dann versuchen wir es eben. Weil für genau sowas ist eigentlich gemacht. Für Rundstreckenrennen auf so. Ja, Rennstrecken eben. Fürs Rennen auf Rennstrecken, genau. Zumindest die Rennversion. Aber da der ja theoretisch davon abstammt und ein bisschen gedrosselt wurde, könnte er seinen Zweck erfüllen. Dann schauen wir mal, wie gut er sich schlagen wird. Ich bin gespannt. Weil für sowas ist er ja eigentlich gemacht. Das checken wir jetzt mal aus. Und los. Okay, wir fahren noch gegen Porsche, einen Mustang, wenn ich das richtig sehe. Oder ein Shelby. Okay. Das ist ja kein Rundstreckenrennen, ist klar. Nur die ersten haben wir schon mal eingeholt. Jetzt noch die hier und dann gehen wir so gesehen schon. Die Beschleunigung fühlt sich irgendwie sehr viel besser an. Vielleicht liegt es auch daran, dass das Handling ganz schön verbessert wurde.
um ganze 3 Punkte von 8,7 auf 9,0 und schon Erster. Krass. Und das liegt sicherlich nicht am Luck. Also wenn man durch Luck jetzt mehr Geschwindigkeit hat oder besseres Handling und Beschleunigung, das wäre wirklich ein krasser Trick. Ich glaube nicht, dass es daran liegt. Ich bin mir sehr sicher, es liegt am Spoiler. Es wird übrigens auch bald wieder ein WoW-Blocks-Video geben. Wer sich noch erinnert, wo ich der Earth Administrator war, beziehungsweise Präsident der Erde, oder wie ihr es auch nennen wollt, der Verwalter der Erde. Gibt's bald ein neues Video zu, weil jetzt nach langer Zeit wurde das Spiel wieder geupdatet und die arbeiten da jetzt auch wieder aktiv dran, wie sie es eigentlich, glaube ich, noch nie getan haben. Und es wird auch bald eine Stadt kommen. Und das ist jetzt mal weniger offiziell. Also gibt es jetzt so eine Tür, wo steht Coming Soon, und es wird höchstwahrscheinlich die Stadt werden. Oder irgendwas anderes Cooles. Also da können wir uns auch schon mal drauf freuen. Beziehungsweise könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ne, ich freue mich auch schon auf das Update. Ja, aber das ist echt nice, das Rennen. Ich glaube, so lasse ich den BMW. Also Farbe werde ich vielleicht nochmal ändern. Willkommen in Runde 5 der Horizon Straßenrennserie. Hier hast du es mit neuen Rennstandards auf sämtlichen Ebenen zu tun. Aber genau deshalb bist du natürlich hier. Jo, danke. Wie weit ist denn das? Dann fahren wir mal hin. Mal schauen, wie heilig ankommen werde. 12 Kilometer, okay. Dann gebe ich mal etwas Gas, aber das geht im Lehmwagen hier ganz leicht. Aber ich liebe dieses Spiel wirklich. Gegen den würde ich gerne fahren. Ja, ich mache mal ein Rennen gegen den. Der sieht nämlich echt gefährlich aus. Schauen wir mal, wer gewinnt. Okay. In Kurven auf jeden Fall besser, habe ich mal sozusagen. Und hier kommen jetzt erstmal viele Kurven. Das ist natürlich nützlich für mich. 70 km/h in Kurven. Gut, ich glaube, der ist auch nicht sehr viel schneller in Kurven, also passt auf jeden Fall. Noch ein kleiner Drift. Und gewonnen. Wo ist mein Wegpunkt jetzt weg? Das wäre schade. Ach, da könnte ich doch auch hinfahren. Habe ich auch noch nicht gefahren, also warum nicht? Ja, schaut euch einfach diese Grafik an. Ist einfach geil. Jetzt keine Straßenrennen hier mehr. Also keine Kopf-an-Kopf-Rennen. In 400 Metern scharf rechts abbiegen. Ich bin wirklich sehr stolz auf diesen schönen M3 GTR. Er sieht vielleicht gar nicht so gefährlich aus, aber er hat auf jeden Fall was unter der Haube, würde ich mal sagen. Ich muss mal schauen, ob ich dann irgendwann den Most Wanted M3 GTR draus mache. Ich müsste eigentlich nur noch das Livery drauf machen. Was mich stören würde, wäre halt immer noch das schwarze Dach. Das ist auch eins der einzigen oder wenigen Sachen, die ich blöd an diesem Wagen finde. Was mir auch noch sehr gut gefallen hätte, wäre der M3 GTR Sound wie in Most Wanted mit diesem
Ja, mit diesem heulartigen. Aber gut, es ist nicht die Rennversion, muss man dazu sagen. Muss man fairerweise dazu sagen. Und so schlecht ist der Sound jetzt auch nicht, meiner Meinung nach. Also. Klingt immer noch besser als wie irgendein Elektrofahrzeug. Du hast dein Ziel erreicht. Ja, Mann, das sieht echt nice aus. Sieht doch irgendwie so einen ganz anderen Effekt in einer anderen Farbe und mit einem anderen Spoiler. Ja, wirklich, so ganz anders. Weiß nicht warum. Na gut, vielleicht weil die Farbe halt. Weil die ganze. Das ganze Fahrzeug jetzt ein bisschen anders aussieht. Dann mal los. Und ein Renault überholt mich, wie kann das sein? Komm. Ah, ich den Checkpoint noch mitgenommen? Ich glaube ja. Okay. Oh scheiße, es wird sehr schnell. Oh Mann. Oh. Okay, das ist jetzt nicht so gut, da wir sind schon Dritter, Leute. Und das ist schon nach. Ja, 16%. Weil das finde ich krank. Diese Strecke gefällt mir sehr gut. Und tschüss. Und deshalb sollte man sich nicht mit einem M3 GTR anlegen. Hätten diese Leute Need for Speed Most Wanted 2005 gespielt, wissen sie das. Most Wanted 2012 war eine Enttäuschung, muss man so sagen. Vielleicht kennt jemand von euch Need for Speed Most Wanted 2012. Es wird gesagt, es sollte eigentlich mal ein Most Wanted 2005 Remaster sein, dann irgendwie ein Most Wanted 2, also eine Fortsetzung davon, wobei Carbon ja eigentlich die Fortsetzung war, also da gibt es sehr viele verschiedene Theorien und so. Aber das fertige Spiel war dann, naja, es war nicht würdig, den Titel Most Wanted zu tragen, meiner Meinung nach. Also ich will jetzt niemandem das Spiel schlecht reden, der dem es gefällt. Aber ich finde Most Wanted 2005 einfach ist einfach der King eigentlich. Oh, das war ein Fehler. Kann ich trotzdem noch Erster werden? Bitte ja. Komm. Jetzt nicht fehlen, nur weil ich da irgendwo reingefahren bin. Okay, ich glaube wir schaffen es. Und auch hier eine schöne Pose. Oh ja. So geht das. Hat mir auch sehr gut gefallen. Oh. Ein alter Golf. Das bringt mich auf eine Idee. Den könnte ich doch im. Ja, Leute, ich glaube, diesen Wagen werdet ihr im nächsten Forza Horizon 4 Video sehen. Was wahrscheinlich morgen rauskommen wird. Da werden wir den mal auftunen, weil, soweit ich weiß, kann man an so einem alten Golf sehr viel schrauben. Das wäre doch mal ein geiles Projekt als nächstes. Der M3 GTR wird natürlich auch nochmal auftauchen. Also sie wird jetzt nicht komplett von mir vergessen werden. Also ist so gesehen ja in all meinen Rennspielen mein erster Rennwagen gewesen. Also den werde ich nie vergessen. Auch nicht in Forza Horizon 4, also keine Angst, Leute. Also für die, die sich für den M3 GTR interessieren. Den hassen werden, das würde ich ja als schlechte Nachricht empfinden. Und Porsche, gerne. Mein kleines Sven, 911 GT3. 911er. Schätze ich mal, 911 finden wir blöd.
911er GT3. Ich glaube, der Porsche kürzt ab Offroad. Ich bin gespannt, was er macht. Ich bin nämlich Position 2. Er hat abgekürzt, glaube ich. Ja, da ist er. Er fällt aber runter. Jetzt bin ich wieder in Führung. Er hätte nicht so abkürzen sollen. Das ist eine dumme Abkürzung. Jawohl. Ich bin aber auch mal gespannt, was das nächste Need for Speed sein wird. Das Neueste ist ja eigentlich Heat, weil das andere ist ja nur ein Remaster. Das ist Hot Pursuit oder Hot Pursuit. Ist ja kein wirklich neuer Teil. Most Wanted 2005 Remaster, beziehungsweise Remake, hat mir gut gefallen. Most Wanted 2005 nur mit einer richtig nicen Grafik. Das wäre... wow. Mit so einer Grafik hier, nur ein bisschen mit diesem gelben Shader. Dieses orange-gelbe. So wie Most Wanted halt ist, hatte so einen orange-gelben Shader. In Underground 2 Remaster oder Remake würde mir auch sehr gut gefallen. Also Underground 2 war auch geil. Ich glaube, Need for Speed Carbon sollte eigentlich schon was mit Underground 2 zu tun haben, weil da gibt es ein paar Sachen, die ich so im Internet gesehen habe. Sachen, die ich auch in manchen Spielen festgestellt habe, wo ich mir so dachte, sieht irgendwie nach Carbon aus und in Carbon ein paar Sachen, die halt nach Underground 2 aussehen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die... in Carbon wird hier so eine Geschichte erzählt vor Rockport, beziehungsweise was denn da vor Most Wanted war. Ich glaube, das ist also sogar auch noch vor Underground 2. Ich weiß es aber nicht ganz genau. Aber Underground 2 und Carbon werden nicht so weit entfernt gewesen sein. Da bin ich mir sehr sicher. In 400 Metern rechts abbiegen. Also die Vorgeschichte von Carbon meine ich jetzt nicht, dass Carbon, wo man dann... wo der Spieler eigentlich das letzte Mal auftaucht. Also der Underground, Underground 2, Most Wanted und Carbon-Spieler eben. Von dem ja manche glauben, dass der Ryan Cooper ist, der Typ aus Need for Speed, wie hieß es denn nach Carbon, dieser komische Teil? Ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. War gut. Aber Leute, der GTR hier ist doch jetzt richtig geil. Ich könnte auch mal eine Nissan GTR auch tunen. Müsste da auch mal gehen. Aber Leute, wenn ihr irgendwelche speziellen Fahrzeuge getuned sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Oder was ihr generell auf diesem Kanal sehen wollt. Also jetzt nichts Komisches natürlich. Spiele meine ich jetzt. Das kann ein Spiel auf Roblox sein, das Spiel insgesamt, wie ihr wollt eigentlich. Wenn ihr es wollt, einfach in die Kommentare schreiben, was auch immer ihr wollt, und dann, ja. In 400 Metern rechts abbiegen. Schau ich, was ich machen kann. Rechts abbiegen. Oh, scheiße. Ja, da muss ich leider einmal zurückspulen, tut mir leid, Leute, aber... ab jetzt werde ich in diesem Rennen nicht mehr zurückspulen, okay? Ich werde jetzt so mein Schicksal akzeptieren, wie es kommt. Und der Spoiler ist weg. Das ist wohl mein Schicksal.
Na, schaffe ich's noch? Ja, nice. Ich dachte jetzt schon echt, weil ich das jetzt gesagt habe mit dem Schicksal, dass ich verlieren werde. Ah ne, habe ich nicht. Oh! Polizeiserienhupe, geil. Ich will jetzt noch hier ein Rennen machen. Was gibt's denn hier noch? Drag könnte ich mal mitmachen. Ich habe jetzt eine bessere Beschleunigung. Einmal zum Festival, damit auch mein Auto repariert wird. Ja, Verzeihung. Na Leute, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Und ich weiß, ich habe schon wirklich oft gesagt, ich liebe diesen M3 GTR. Ich liebe ihn immer mehr, vor allem jetzt so. Dennoch diese etwas ausgefallene Farbe. Es erinnert mich irgendwie jetzt gerade so ein bisschen an Underground 2. Theoretisch hätte der auch in Underground 2 auftauchen können. Zumindest der GTR Waze, die Rennversion. Weil der wurde 2002 hergestellt. Underground 2 kam irgendwann 2003 oder 2004 raus. Du hast dein Ziel erreicht. Es gibt aber eine Mod, die den dann da einfügt. Was ich in Underground 2 so geliebt habe, war einfach dieses Gefühl. Es lag natürlich auch irgendwo in der Nacht, diese Skyline, wenn man an den Bergen gefahren ist, diese geilen Driftrennen. Underground 2 hatte meiner Meinung nach die besten Driftrennen, also... Mann, das ist eine echt tolle Zeit gewesen. Man kann es auch immer noch auf dem Wegen spielen. Ein wirklich tolles Spiel gewesen. Okay, schauen wir mal, wie gut wir hier sind. Vierter oder fünfter? Sechster Platz? Warum denn? Ja, da habe ich die Beschleunigung leider nicht gut genug. Ich habe es doch irgendwie mal geschafft, Dritter zu werden. Ich weiß noch nicht wie. Ah gut, muss man auch mal akzeptieren. Man kann nicht immer gewinnen. Und der Wagen ist auch schon etwas älter, würde ich mal dazu sagen. Älter als die meisten Fahrzeuge, die da eben waren. Dann Straßen, dann können wir eigentlich noch machen. Bei nächster Gelegenheit wenden. In 400 Metern links. Und schaut euch einfach diese Grafik an, wie geil das aussieht. Man sieht da die Sonne, die schon sehr weit unten ist, aber hier noch dieses... Ja, das Gelbe da. Was ist ein bisschen das Orange-Gelbe? Wirklich wie im echten Leben. Richtig geil. Also die Grafik hier liebe ich wirklich sehr. Und die größte Änderung, die es von Forza Horizon 3 auf Forza Horizon 4 gab, war tatsächlich das Wetter. Denn, das gab es noch nicht in anderen Forza Horizons. Beziehungsweise die Jahreszeit, genau. Und Mercedes sieht gut aus. Gegen den fahre ich mal ein Rennen, weil der hat einen geilen Mercedes. Den hätte ich sogar selbst gern. Ich bin ja auch eher Mercedes-Fan als BMW-Fan. Und dieser BMW hier ist einfach ein Muss für richtige Need for Speed-Fans eigentlich. Also da wird selbst ein Mercedes-Fan eigentlich sagen, das ist ein geiler Wagen. In 400 Metern hast du dein Ziel erreicht. In den Kurven ist der Mercedes da, glaube ich, ein bisschen abgelöst, habe ich das Gefühl. Also jetzt nichts gegen Mercedes, aber... Oder geht die Sonne gerade unten auf? Ich weiß es gerade gar nicht. Sieht irgendwie so aus, als würde die aufgehen und nicht untergehen. Okay. Der Himmel wird nämlich heller. Naja, ist auch schön. Also es ist wirklich ein tolles Spiel, Forza Horizon 4.
Dann auf dem PC. Hammer. Und ihr braucht gar nicht mal so eine super Grafikkarte. In 400 Metern rechts abbiegen. Also ich würde mir schon erlauben zu sagen, dass das hier die beste Grafik ist, die ich bisher zu einem Rennspiel hatte. Need for Speed Heat sieht da auch gut aus mit diesem Project Unite. Aber irgendwie, dass hier noch ein bisschen was Natürlicheres. Ich liebe es einfach irgendwie. Keine Ahnung. Aber Heat hat dafür andere gute, beziehungsweise andere, wie hieß es denn, Vorteile, genau. So, nehmen wir mal den schicken GTEA. Und fahren mal noch ein nices Rennen. Und los geht's. Das hier ist jetzt ein Straßenrennen, das sind die schwersten. Mal schauen, welchen Platz wir kriegen. Hoffentlich keinen allzu schlechten. Ich werde aber jetzt auch nicht mehr hier immer wieder zurückspulen. Ich werde einfach hier mein Schicksal akzeptieren. Hier wäre schon ein Moment gewesen, wo ich eigentlich zurückgespult hätte, aber wie gesagt, mein Schicksal werde ich akzeptieren. Im echten Leben kann ich auch nicht zurückspulen. Auch in Need for Speed Heat nicht. Zumindest nicht ohne Mod. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine Mod gibt. Und tschüss, der eine wurde schon weggerammt. Von irgendeinem anderen BMW Kombi. Und scheiße. Na komm, vierter bin ich und Hälfte ist nicht vorbei. Gut, fünfter, die Corvette kriege ich gleich wieder. Gut, in so super scharfen Kurven, da kann ich natürlich keine 100 km/h beibehalten. Also ich glaube, das wird auch keine Formel 1 oder sonst was hin. Komm schon, ich will wenigstens Top 3. Das sind keine schlechten Gegner, muss man sagen, hier in der Straßenszene. Sind wir wahrscheinlich alle aus Need for Speed Most Wanted. Da waren die Gegner ja auch recht gut, würde ich mal behaupten. Deshalb fahre ich auch so gerne Straßenszenenrennen, weil das ja hier auch illegale Rennen sind. Soweit ich weiß. Sieht zumindest nicht allzu legal aus. Okay. Ich weiß, was ich gesagt habe, Leute. Das muss da jetzt mal sein, wisst ihr? Ich konnte das jetzt einfach nicht so hinnehmen. Tut mir leid. Aber jetzt kein Zurückspulen mehr. Okay. Okay, ich werde Vierter. Na schön, ist besser als Fünfter, denke ich mal. Aber wieder eine gute Bezahlung. Einfluss haben wir auch bekommen. Ich liebe diese Rennen. Schön schwer, obwohl die Schwierigkeit gar nicht mal auf schwer ist. Also hier hat man auch wirklich eine Herausforderung. Und ich liebe diese Landschaft da einfach. Hat halt sehr viel von Deutschland, ist halt nicht Amerika. England hat meiner Meinung nach mehr von Deutschland als Amerika. Also ältere Gebäude und so die Landschaften. Der einzige Unterschied hier für mich ist, dass wir auf der linken Straßenseite fahren. Sonst würde ich echt denken, dass wir hier in Deutschland sind.
Wobei, das denke ich eh teilweise. Okay, von dem lasse ich mich jetzt da nicht besiegen. Oh, scheiße. Das war jetzt schlecht. Dachte, ich hätte lang gekonnt so abkürzen können. Wenn ich den finde, dann fordere ich nochmal heraus. Da vorne ist er doch. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Das, da fordere ich eine Revanche. Einmal noch, komm. Sonst, okay. Na, komm schon, ich will jetzt nicht nochmal gegen den verlieren. Komm, jetzt beschleunige schön, dann kriegen wir den Typen. Oder machen sie viele NPCs, wir kürzen mal ein bisschen ab. Weil, why not? Und gewonnen. Die Hoffnung stirbt zuletzt, meine Lieben. Wer ist denn der Typ da vorne? Mit dem würde ich gerne auch noch ein Rennen machen. Sehr gern sogar. Ja, auf der Autobahn, das wird geil. Ach nee, es geht von der Autobahn runter. Schade. Ich hätte mich jetzt über ein Autobahnrennen gefreut. So ein bisschen zusammen über die Autobahn rasen. Und dann schauen, wer der Bessere ist. Wer am besten den Gegenverkehr und so ausweicht. Das wäre geil gewesen jetzt. Ah, das ist auch geil. Oh, er holt auf. In 400 Metern hast du dein Ziel erreicht. Der Typ ist definitiv nicht schlecht, aber er hat leider trotzdem verloren. Nice. Oh, das ist der Typ wieder. Aber Leute, damit würde ich dann auch sagen, war es das für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und einen Daumen hoch. Beziehungsweise lasst gerne ein Like da. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst doch auch gerne ein Abo da. Und wenn ihr irgendwelche speziellen Spielwünsche habt, dann schreibt es mir doch auch gerne in die Kommentare oder besondere Autowünsche in Forza Horizon 4 in die Kommentare damit. Und dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend oder morgen Mittag, wann auch immer ihr dieses Video schaut. Und dann würde ich sagen, man sieht sich und bis dann.